Schwierige Frage, ja. Das kommt aus dem Umfeld heraus. Also man beobachtet halt, was um einen rum passiert und dann muss man gegebenenfalls eingreifen. Naja, wir hatten vor ein paar Jahren hat sich da, war ich im Schulelternrat vom Burggymnasium zum Beispiel, und da hat sich abgezeichnet, dass also das Burggymnasium in Wettin geschlossen werden sollte, oder also zumindest gab es da Diskussionen, ob man das jetzt nochmal saniert oder ob man dann einen Standort wechselt und so weiter. Und da war ja eigentlich offensichtlich, dass man da also den Standort Wettin auch kaputt macht, wenn das Wettin, also für so einen, für so eine Burg gibt es keine Nachnutzung im Prinzip, ist eigentlich hätte man eine riesen leerstehende Ruine und so, und das hat natürlich mich dann auch motiviert, da aktiv zu werden, damit man den Träger da auch motiviert, sich da vor Ort zu engagieren. Ich motiviere im Prinzip ja nicht. Also ich spreche natürlich mit Leuten drüber, und also es sind letztlich ist die Kraft der Themen, die die Leute anzieht. Ja, wenn es gibt halt, also gerade so Problemlage Burggymnasium damals, ja, das war einfach was vielen Leuten irgendwo. Da muss man gegebenenfalls dann sagen, okay, wir machen was, und dann kommen andere mit und sagen, gut, wir machen was. Ansonsten, wenn dann keiner als Erster sagt, lass uns losgehen, dann passiert gar nichts. Ja, aber an sich sind es die Themen, die die Leute ansprechen. Ja, es gibt keine systematische Unterstützung. Also damals, als ich die Burggymnasiumsgeschichte gehabt habe, da ist schon die Stadt Wettin auch auf derselben Strecke unterwegs gewesen. Da gab es, sage ich mal, moralische Unterstützung, klar. War ja aber auch ein kommunalpolitisches Thema par excellence.